Und ich sage jedem hier, der es noch nicht selber miterlebt hat, die wahre Glückseligkeit liegt im Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt im Koran, من عمل صالح من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنوحيَنَّ حياة طيبة. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Und ihr seht es selber bei den Leuten, die den Islam richtig praktizieren. Obwohl er vielleicht nichts hat, obwohl er vielleicht in einer Hütte wohnt, in Afrika, und nichts zu trinken und nichts zu essen hat. Aber wenn du ihn fragst, wie geht's dir? Dann lächelt er und sagt, Alhamdulillah. Subhanallah, Bruder, ich erzähle diese Geschichte und vielleicht hat der ein oder andere diese Geschichte schon des Öfteren von mir gehört, weil diese Geschichte mich geprägt hat. Im Jahre 2010, als der Sheikh Abu Saqq al-Hawani, hafidhahullah, hier in Deutschland war, da bin ich mit seinem Schüler Mohammed Saad, bin ich in ein Krankenhaus gegangen. Da war ein marokkanischer Bruder, Anfang 30. Dieser marokkanische Bruder war gelähmt. Und ich meine, Anfang 30 ist kein Alter. Ne? Und er konnte nur noch seinen Kopf bewegen und seinen rechten Arm. Oder seine rechte Hand vielmehr. Ja? Ansonsten, er konnte sich nicht mehr bewegen. Und wir kommen dort rein und wir fragen ihn, wie geht es dir? Ach ja, und sein Lichtgesicht leuchtet wirklich vor Iman. Und er sagt zu dir, Alhamdulillah. Du schämst dich eigentlich schon, jemand, der in so einer Situation ist, der hat einen Schlauch hier, um die Krankenschwester zu rufen. Du schämst dich eigentlich, jemand, dem es so geht, zu fragen, wie geht es dir, wie soll es dem denn gehen? Aber was sagt der? Der sagt, Alhamdulillah. Der ist zufrieden, obwohl er in der schlimmsten Situation ist, die man sich praktisch vorstellen kann. Und was macht der? Warum ist er zufrieden? Weil er den ganzen Tag Dhikr macht. Und weil der Dauer macht. Der macht Dauer. In seinem Bett, der hatte Flyer gehabt von islamischen Internetseiten, die am Verteilen ist. Das musst du dir mal vorstellen. Und auf der anderen Seite siehst du Leute, die nach weltlichem Ermessen so viel Erfolg haben. Geld, Macht, Frauen, Ruhm, das ganze Programm. Sänger, Schauspieler etc. Schau dir ihre Leben an. Schau dir ihre Leben an. Und das gilt für alle jungen Leute hier, die heute hier sind. Es wird euch so viel vorgegaukelt werden. Es wird euch so viel erzählt werden. Ja, das Glück liegt darin, cool einen auf cool zu machen auf der Straße. Ich bin der Härteste, ich bin der Stärkste. Das Glück liegt darin, viel Geld zu haben, egal ob man das mit... Das heißt natürlich nicht, dass man kein Geld verdienen darf oder nicht reich werden darf. Nicht, dass es jemand falsch versteht. Ja? Aber unabhängig davon, ob man das Geld mit gerechten oder ungerechten Mitteln erwirbt. Ihr seht es, wie viele muslimische Jugendliche sind im Gefängnis. Es ist zum Heulen, ist das. Es ist zum Heulen. Und deswegen lasst euch das nicht einreden. Die Glückseligkeit liegt darin, Allah subhanahu wa ta'ala zu folgen. Denn Glückseligkeit ist nicht etwas, was sich nach dem Kontostand messen lässt. Oder anhand der Marke des Autos, sondern das ist etwas, was Gott dir in dein Herz gibt. Und deswegen siehst du Leute wie diesen Marokkaner, möge Allah ihn beschützen, möge Allah sich ihm erbarmen, dass diese Person trotz dieser Situation glücklich ist und dass andere Personen, die vielleicht so viel Geld haben, auf einmal Selbstmord begehen. Wie oft haben wir das schon gehört? Zur damaligen Zeit hier, Robert Enke, Nationaltorwart, Selbstmord. Mensch, wenn ich jetzt fragen würde, hier in der Schule, ihr kennt alle die Poesiealben, oder? Was ist dein Traumberuf? Jeder zweite Junge schreibt Profifußballer. Richtig? Der ist nicht nur Profifußballer gewesen, der ist Nationaltorwart gewesen. Und die Frauen, was schreiben die? Die wollen Sängerin werden. Sehr oft Sängerin oder Schauspieler. Schau dir das Elend mal an, wie viele von den Schauspielern und von den Sängern trotz ihres Ruhmes, trotz ihres Erfolges im Elend leben. Deswegen lass dich davon nicht täuschen. Was nicht heißen soll, damit mich jemand falsch versteht, dass du jetzt nach Hause gehen sollst und sagst, ja, ich gehe nur noch in die Moschee,
ich arbeite nicht, ich mache nichts, ich studiere nicht, ich mache gar nichts. Das ist wieder ein falsches Verständnis, das will ich damit nicht sagen. Ich will nur damit sagen, dass man die Glückseligkeit nicht in falschen Wegen suchen soll, sondern du als Muslim solltest sogar schauen, gerade für die Jugendlichen, die heute hier sind, du solltest schauen, dass du einen Beruf erlernst oder etwas erlernst, womit du dem Islam helfen kannst. Der Prophet a.s., der war ein Genie darin, abzuschätzen, wer worin Talent hat. Beispielsweise, Abu Huraira radiallahu anhu, wie viele Hadithe hat er überliefert? 5374. Der war ein Experte für Hadith. Der war aber für andere Bereiche, die dem Islam helfen, war der nicht bekannt gewesen. Andere waren dafür bekannt, dass sie dem Islam mit Geld geholfen haben, wie zum Beispiel Abdurrahman ibn Auf. Das ist aber keine übertriebene Hadith-Überlieferung. Das ist, jeder hier, der hier sitzt, hat ein Talent. Jeder hier ist etwas wert und kann etwas machen, kann etwas bewirken. Du musst nur schauen, wo dein Talent liegt. أدا يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.